Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter. Und an dieser Stelle allerdings erstmal Dankeschön für den Support. Also an die Leute, die supporten. Und ja, wir schauen mal, was jetzt. Und zwar, weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Okay, der hat auch eine ganz schlimme Stimme bekommen, irgendwie. Sag mal, Dino, wie wär's denn eigentlich, wenn wir dich einfach verkloppen, Alter? Was ist denn davon? Fände ich ganz lustig. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Da freut er sich. Der Affe, ja. So was Dummes. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen's auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir... Ist aus Altissia. Ach so, weil ich mir kurz was angucke, ist der Dialog direkt unterbrochen worden. Na, super, alles klar, okay. Weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, wenn sich die Gruppe unterhält, nichts anklicken. Gut zu wissen. Muss man auch wissen, bevor man sowas macht. Was ist das denn? Ein Kätzchen? Na Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also... verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Wenners Küste aus? Das hungrige Kätzchen. Alles klar. Noctis, ja, wie machen wir das allerdings? Ich hab keine Ahnung. Wäre vielleicht schlau gewesen, es einfach direkt zu zeigen, wie man es macht. Wäre jetzt, also, weiß jetzt nicht. Wäre schlau gewesen, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Kenne mich ja jetzt nicht so aus. Talente, Quartett. Keine Ahnung, Leute, weiß nicht. Aufgaben. Das hungrige Kätzchen. Ach, da hinten muss ich das. Ach, hier auf diesem Steg kann ich das nicht machen. Okay, alles klar. Na gut. Hätte ja. Oh, hier ist auch noch was. Nee, Metallsplitter, Junge. Wow, den habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Alter. Boah, jetzt wird das Spiel richtig geil erst. Da unten glitzert auch noch was am Baum. An diese Palme dran. Versteinerte Muschel. Oh, die können wir Luna mitbringen. Dann wird sie sich freuen. Gute Luna. Hoffentlich öffnen sie den... Morgen wieder. Ah. Was ist das? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen.
Nice. Oh, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Da ist eine Situation für ein Picture. Lasst uns hier ein Foto machen. Das ist eine gute schön. Wahl. Also los geht's. Schöne Fotozeit. Fotozeit. Oh, großartig. Na gut, dann machen wir das ganz kurz mal, damit wir das Angeln kennenlernen. Aber diese Aufgaben ist jetzt auch nicht unbedingt das Aufregendste, oder? Aber es ist für mich. Moin moin. Zum Küstenfischen hier? Moin moin. Moin moin, Digga. Bis hoffentlich bald. Alejandra, ja, schau mal. Was denn? Okay. Ich versuche mein Bestes, Leute. Jetzt Angel-Action. Knallharte Angel-Action. Du hast eine Angelstelle erreicht, kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Ja. Werf die Scheiße. Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich an ihm und dem Marker, wenn du deinen Köder auswirfst. Nice, alles klar, machen wir doch. So, zack. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durch Drehen der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. Ein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen, meine ich, sorry. Was ist denn jetzt los? Komm schon. Also steuern tue ich, da passiert gar nichts. Na komm, beiß an, Junge. Komm schon. Du willst es doch auch. Wollt ihr gerade zubeißen? Komm. Greif zu, Kleiner. Hier wartet doch ein dicker Brocken. Komm, du willst es doch. Na komm. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ja. Alles klar. Machen wir es nochmal. Der Fisch hat angebissen. Reiße die Rute mit Linkstick blitzschnell in die Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich am Haken festbeißt. Boah. Gut. Der Fisch versucht sich losreißen. Richte die Angelrute mit Linkstick in die Richtung des Pfeils aus, um dich rum. Okay, alles klar. Durchdrehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es drauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Alles klar, Junge. Knallharte Spannung. Nicht nur in der Schnur. Die Schnur ist extremer Belastung ausgesetzt. Ach, Junge, was ist los? Gut. Alter, was ist das für ein Aufwand für einen kleinen Fisch? Gut. Oh, Katzen würden Fischfraß kaufen. Oh, gut gemacht, Nacht. Makrele vom Grill. Neuer Rekord, Junge. Gratulation! Ja! Unfassbar, ja gut, das. Die Folge geht schon 10 Minuten! Und wir haben mit einer Katze gesprochen, mit einem Dino gesprochen und wir haben uns einen Fisch gefangen. Richtig geile Sache. Ja, aufhören, sofort aber.
Ist jetzt nicht unbedingt sonderlich spannend. Das Angeln. Na gut, komm, beenden wir die Aufgabe, aber wenigstens, wenn wir sie angefangen haben. Alter, boah. Ich habe mir echt vorgenommen, ja, komm, zockst ein bisschen weiter, Final Fantasy noch ein bisschen. Noch ein bisschen zumindest weiter zocken. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich solche Aufgaben lösen darf. Eine Katze retten. Obwohl Katzen gemein sind. Die können gemein sein. Ich bin eher auf der Hundeseite. Ja. Einer Katze kannst du alles zubereiten, geben, so viel du möchtest. Du kannst dir nicht 100%, niemals 100% sicher sein, dass die Katze immer am Start ist. Beim Hund schon. Der ist immer treu. Immer treu. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant ist was für dich gibt. Ist das dein Ernst? Spätestens jetzt würde ich sagen, werf die Katze über Bord. Oder? Oder ist es böse? Willkommen am Galdin Kai. Meint ihr, ich kann die Folge nennen Retter der Pussys? Also wegen Katze? Meint ihr, das geht schon? Geht schon in Ordnung, oder? Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Alles klar. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Was für ein schöner Laden. Tja. Ich dachte, ich müsste jetzt nochmal losgehen und einen Fisch fangen. Alter, Leute, ernsthaft. Warum habe ich die Mission überhaupt angenommen? Hier ist dein Fresschen. Verwöhnte Diva. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nicht mehr gehen. Eine klammernde Frau kann an den letzten Nerv kosten. Okay. Also von der Aufregung her war es Gen 0, aber was wir dafür bekommen haben, das war noch nicht mal so schlecht. Guck mal, die spielen Fang. Oh, das ist süß, ein süßes Pärchen. Mann, ey. Und das ist im Winter. Die brauchen wohl nicht mal die Frühlingsgefühle, um einfach süß zu sein zueinander. Ist das nicht schön? Ist schön, oder? Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Ist schön. Doch, doch. Unser Auto ist tatsächlich richtig im Arsch, ey. Das habe ich richtig kaputt gemacht, wa? Das habe ich richtig im Arsch gemacht. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Und übrigens, weil die Frage aufgekommen ist, absolut, nein, leider kann man Respekt nicht schneller vor fahren. Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser als das Gehabe bei Hof. Leider kann man nicht schneller fahren. Obwohl, ich habe das Gefühl, er fährt schneller, als wenn du manuell fährst. Oder? Ja, doch, ich glaube schon, er selber fährt schneller als Noctis selbst. Naja, aber mehr als auf Beschleunigung drücken kann man halt, also kann ich ja nicht drücken. Keine Ahnung, wie viel man noch aus der Kiste rausholen kann hier. Oh, Gladius! Muskeln, aber trotzdem gebildet! Respekt! Gladius, eigentlich schon, Gladio. Alter, Scheiße, Mann.
Das ist ein geiler Typ, ey. Lockt ist natürlich auch richtig coole Socken am Machen hier. Guck mal, ich bin ein ganz krasser Gangster. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Na dann, sehen wir uns mal um. Was zur Hölle ist das für eine Markierung eigentlich die ganze Zeit? Und warum packt er so weit weg? Alter, der Gladiolus. Gladiolus? Oder ist es stumm? Die wird da eigentlich komplett ausgeworfen. Die sagen doch auch immer nur Gladio, oder? Oh oh. Hab ich da irgendwas gehört? Hör ich da irgendwas? Ich höre da irgendwas. Sag mal. Müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Oh, scheiße. Ach du Scheiße, was ist das? Psst. Oh, ist das der Vogel, den wir gesehen haben? Oh, shit. Oh, scheiße, Leute. Oh mein Gott, nein! Lauft, Jungs! Oh, schon lauft doch! Warum kann ich nicht sprinten, Junge? Holy shit! Weg ist er! Ja, richtig so, Junge. Er hat das Schiss direkt vor mir. Ey, ich wollte nur da runterspringen, um das abzukürzen. Ich wollte mich nicht nochmal da vorbeischleichen. Ich bin doch nicht der Einzige, der das machen würde. Wir sind alle faul. Das kostet alles Zeit. Und er läuft einfach ganz... Warum kann ich da nicht wegspringen, wenn ich da möchte? Nur, selbst wenn es ein potenzieller Kampf gewesen wäre, vielleicht habe ich da keinen Bock drauf. Wie sieht's denn da mal aus? Warum konnte ich nicht wegspringen jetzt, Leute? Das ist ein bisschen... Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Wait. Alter, wo willst du hin? Muss man sagen. Schätzte Fahrzeit 2 Minuten. 2 Minuten für... Hab ich jetzt bezahlt? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, ich hab einfach nur gedrückt. Ich habe gezahlt für irgendwas, oder? Auf jeden Fall habe ich irgendwie... Scheiße. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Die 2 Minuten hätte ich jetzt auch noch gehabt. Was hat das gekostet? Was hat es gekostet? 20 Gil. Scheiße. Was suchen Sie heute? Wir haben doch Heiltränke, oder nicht? Komm hier für dein Gewissen und herzlichen noch, Dank. Komm, du bist zufrieden. Schauen Sie mal wieder vorbei. Oh. Zufrieden? Ich hoffe. Schade, dass Noctis auch so eine niedrige Ausdauer hat beim Sprinten. Ich fände es auch ein bisschen cooler, ehrlich gesagt, würden die das
dauerhaft sprennen lassen. Beim dauerhaften sprennen lassen, außerhalb des Kampfes. Während des Kampfes kann ich das verstehen, weil irgendwie das Einschränken wäre, ist ja auch schlau. Willkommen am Galdien Kai. Ansonsten kann ich ja vor jedem wegrennen einfach und so. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Weil er nicht so krass getrainiert ist wie du, Junge. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben. Wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Bin pappsatt. Na, habt ihr schon gepackt? Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Oh, die Musik geht langsam mir echt auf den Keks, ey. Zeit A, Technik immer noch C. Jetzt gibt's richtig was Geiles, Junge. Bam. Ja, voll. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Alle Level 8, was geht ab? In your face! Voll, Gradius, Überleben, Stufe 2. Prompte fotografieren, Stufe 2. Jawoll! Ignis Kuchen, Kuchen vor allem kochen, auch fast schon Stufe 2. Das, so gefällt mir das, Leute, so gefällt mir das. Neuer Filter Road Trip. Nice. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Ja, das ist ein bisschen unscharf, finde ich. Lockt es ist kaum zu erkennen. Was soll er denn noch? Den Hund auf jeden Fall. Ist ein Süßer. Den speichere ich mir ab. Auch. Das ist bestimmt der Bösewicht, Alter. Da musst du kein Experte sein. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Wann wurde das denn gemacht? Das gefällt mir auch ganz gut. Okay, reicht jetzt erstmal. Wir müssen jetzt nicht jedes Bild abspeichern. Ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, ich sag's jetzt schon mal, dass die ganzen ausgewählten Bilder am Ende des Abspanns wie so ein Bilderbuch abgespielt werden, oder? Alter, psch.
Oh. Nockt. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Das Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Oh, shit. Oh, shit. Das ist übel. Aber auch das, dass sein Vater drauf geht oder so, das ist irgendwie zu erwarten gewesen. Durch den ganzen Konflikt. Dann haben sie sich noch so schlecht verstanden beim Abschied und so. Nackt ist, wie gesagt, hat sich echt scheiße benommen. Ja. Eigentlich ist er doch damit der König, oder? Tja. Na gut, eigentlich will ich das Video jetzt beenden. Ich weiß nicht, was da geladen wird jetzt ewig wieder. Ladezeiten sind teils echt sehr krass. Aber gut, wenn wirklich ein großes neues Gebiet einmal geladen wird, dann geht das schon in Ordnung. Die Ladezeiten. Eieieiei. Moment, die wollen sich wahrscheinlich gleich unterhalten, irgendwie. Oder? Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Jungs? Hallo? Ihr kriegt das schon mit, was da abgeht, oder? Alter Verwalter. Ja gut, ich dachte, hier wäre irgendwie mal ein Speicherpunkt. Dann mache ich jetzt hier einen Cut, Alter, halbe Stunde. Reicht vollkommen aus. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne eine Bewertung da als Unterstützung. Und als Zeichen, dass es euch gefallen hat, dass ihr Bock drauf habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.